Yo Leute, herzlich willkommen auf Bullshit TV. Heute mit was ganz Neuem, kleinen Experiment. Jawohl. Und zwar gibt es bei uns dreien so seit 10 Jahren wahrscheinlich so ein Running Gag, so ein bestimmtes Video, das früher mal viral war. Schau mal kurz rein. Du musst doch nicht jetzt unbedingt meinen Bruder anrufen, Alter. Viele werden es kennen, die es nicht kennen, müssen es jetzt auf jeden Fall, bevor sie weiterschauen, noch einmal kurz angucken. Jetzt angucken, genau. Auf jeden Fall. Und das ist bei uns dreien einfach seit Ewigkeiten so ein Running Gag. Wir übertragen das immer auf alltägliche Situationen. Wenn man irgendwo rein muss, dann lass mich rennen, Hunde! Immer wenn wir zu dritt unterwegs sind, diese Szene übertragen wir auf alles. Beim Bäcker, beim Arzt, beim Einkaufen. Und es war immer unser Traum, das so mal als Video zu machen. Ja, und das so auf richtig dumme Situationen zu übertragen. Genau, das haben wir gemacht, oder? Haben wir gemacht, ja. Und jetzt sind wir gespannt, ob wir die einzigen Menschen auf dem Planeten sind, die diesen Humor teilen, oder ob ihr das auch lustig findet. Chris ist auch dabei. Ihr könnt ja raten, welche Rolle er übernommen hat. Ich würde sagen, er hat es authentisch gespielt, oder? Kann man so sagen, ja. Ja, wir labern auch schon wieder zu viel. Zieht euch einfach rein, viel Spaß. Das Badezimmer in dieser Wohnung rechnet heute mit mindestens 2 Gästen. Der Sohn der Familie wird erwartet und muss dringend auf die Toilette. Ärger ist vorprogrammiert. Und der Vater läuft zur Höchstform auf. Ich muss so kacken, oder? Oh, Papa! Was denn? Ich muss scheißen, Mann! Ich brauch noch 2 Minuten. Was? Ja. Wenn ich wieder reinkomme, hast du Schlamm? Hey, was ist mit dir, du und so? Was bist du und so? Wie? Hat er Chance? Komm, lass mal reden. Bist du verarscht oder was? Komm, wir reden mal unter Männern. Was unter Männern? Komm mal kurz, wir reden mal unter Schwuchtel. Männern. Wer, ich? Was schicke ich deine Mutter? Natürlich schicke ich deine Mutter. Was willst du denn? Warum machst du mich an? Pass mal auf, meine Mutter ist viel zu alt. Zweitens, du kannst mich nicht ficken, ich bin ein Hetero. Ja, dann fick ich dich. Das geht nicht. Ich bin nicht schwul. Und hör mal zu, ich kenn dich irgendwoher. Was, du kennst mich? Von wo willst du mich kennen? Ich hab dich schon mal irgendwo gesehen. Warum? Ich glaube, ich kenne deine Mutter, oder? Welche Mutter? Was für eine Mutter? Du hast doch schon mal Stress gemacht, oder? Ich habe noch nie mal Stress gemacht. Was? Mensch, ich was? Deine Mutter heißt doch Christoph Sabine, oder? Woher kennst du meine Mutter? Was? Ja, meine Mutter heißt Sabine. Muss nicht unbedingt diese Sabine sein. Sabine, ich habe ihre Nummer. Ich kann sie anrufen. Was glaubst du, was deine Mutter mit dir macht? Ja, ist doch... Weißt du, wer ich bin? Wer bist du denn? Deine Mutter habe ich gefickt. Wer wie benimmst du dich? So kommst du in kein Badezimmer rein hier. In kein Badezimmer. Ja, wer bist du denn? Dein Vater bin ich. Du bist mein Vater? Willst du meine Mutter anrufen? Die rufe ich jetzt an. Und was meinst du, was die mit dir macht? Ohne Scheiß, du musst doch jetzt nicht unbedingt meine Mutter anrufen. Okay, pass auf. Mit so einem Verhalten wirst du in kein Zimmer hier irgendwo in der Wohnung reinkommen. Das geht nicht. Ja. Du hast dich zu benehmen, was soll das? Trotzdem brauchst du nicht meine Mutter anzurufen. Ja, wenn ich die anrufe, die wird wahrscheinlich richtig den Arsch versohlen. Ja, übertreib nicht, Mann. Das ist doch jetzt... Übertreiber... Ist doch scheißegal jetzt. Okay, du kannst dich bei mir entschuldigen, kannst du gehen und ich rufe deine Mutter nicht an. Ja, ist okay. Aber nicht nochmal. Das ist scheiße. Ja, ist okay. Die Devise des Vaters lautet, reden nützt fast immer. Bei jungen Söhnen und Töchtern hilft meistens der Hinweis auf die Schläge der Mutter. Das wirkt schnell und löst fast jede brenzliche Situation. Jo Leute, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, beziehungsweise gebt einen Daumen hoch, wenn ihr dieses Video noch kanntet. Ja, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, ich bin gespannt, wie viele es kannten. Und jetzt schreibt doch mal in die Kommentare, auf welche anderen alltäglichen Situationen wir dieses Video noch übertragen könnten. Würde uns auf jeden Fall interessieren, vielleicht oder, machen wir ja noch was. Oder sogar ganz andere Videos, andere virale Videos, egal ob die 10 Jahre alt sind, 15 Jahre oder ein Jahr, was auch immer. Schickt uns die und schreibt dann direkt eine Idee dazu, auf welche Situation man das geil übertragen könnte. Dann machen wir das vielleicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder, meine Freunde. Bis dann. Tschüsschen.